Liebe Geschwister, Allah Ta'ala weist uns im Koran auf eine wichtige Lehre hin. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Und es mag sein, dass ihr etwas verabscheut und es ist gut für euch. Und es mag sein, dass ihr eine Sache liebt, eine Angelegenheit liebt oder gar eine Person liebt, aber sie ist übel für euch. Und Allah weiß, ihr wisst allerdings nicht. Deswegen werden wir heute, liebe Geschwister, über die Liebe sprechen, über die Arten der Liebe sprechen und über das richtige Lieben sprechen. Allah Ta'ala gab sich selbst den Namen Al-Wadud und von diesem Namen abgeleitet Al-Mawadda, Al-Wud, also derjenige, der sich liebevoll zuwendet, und die Liebe in Form der Al-Mawadda, der Wud. Und wie Ibn al-Battal sagte und wie ich oft und gerne wiederhole, es gibt Kategorien der Namen Allahs, die wir in uns selbst, oder es gibt Namen von den Namen Allahs in einer von vier Kategorien der Namen Allahs, die wir in uns selbst erziehen mögen. Und die Liebe, sie gehört dazu, liebe Geschwister, denn im menschenmöglichen Sinne mögen wir die Liebe in uns erziehen und anderen weitergeben, gemäß dem, was Allah Ta'ala verordnete. Und es gibt andere Eigenschaften, die gebühren nur Allah Ta'ala. Nur Allah Ta'ala ist Al-Ilah. Ja, und daraus abgeleitet hat er die Eigenschaft, göttlich zu sein. Und nichts und niemand teilt diese Eigenschaft. Und so kann nichts und niemand diese Eigenschaft in sich erziehen oder an andere weitergeben. Aber bei der Liebe ist es, wie gesagt, im Menschenmöglichen geboten. Und damit werden wir uns heute auseinandersetzen. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wie Imam Bukhari verifizierte, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Keiner von euch hat einen, sinngemäß übersetzt, vollständigen Iman, wenn er nicht das für seinen Bruder liebt, für seine Schwester liebt, was er für sich selbst liebt. Keiner von uns kann sagen, dass sein Iman vollständig ist, denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wies dies zurück, wenn wir nicht aufrichtig das für unseren Bruder, für unsere Schwester lieben, was wir für uns selbst lieben. Ibn Hajar hat die folgenden Worte vom Propheten für Hassan erklärt, der sagte sallallahu alaihi wasallam, أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. Liebe das für die Menschen, was du für dich selbst liebst, so wirst du Muslim sein. So wirst du ein richtiger Muslim sein. Das heißt, der Muslim, der nicht für alle Menschen das liebt, was er für sich selbst liebt, ist gemäß diesen Worten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kein richtiger Muslim. Wir alle haben also diese Aufgabe bekommen, liebe Geschwister, das, was sowieso jeder Mensch in sich gelegt bekommen hat, wenn er nicht von seiner Fitra im weiteren Verlauf seines Lebens bewusst abweicht. Ja, zu lieben ist etwas Menschliches. Und wir haben die Aufgabe, unsere Glaubensgeschwister zu lieben, ansonsten ist unser Iman nicht vollständig. Und im anderen Hadith, der wie gesagt auch Hassan ist, wie Ibn Hajar, der Großgelehrte des Hadith, übrigens eines seiner Bücher, was ich oben in meinem Büro habe, ja, geht von dem Ende meines Mittelfingers bis zur Mitte meines Oberarms, Fathul Bari, wo er die die Hadithe Bukharis nochmal in Sachen Überlieferungskette durchgeht und die Bedeutungen kommentiert, anhand dessen, was die früheren Gelehrten auch gesagt haben und anhand sprachlicher Erläuterungen. Ja, es ist eines seiner Werke, an dem er übrigens 40 Jahre geschrieben hat, mit 30 seiner, ja, Mitstudenten wäre vielleicht das falsche Wort, mit 30 seiner Kollegen. Ja, so ein Werk, was subhanallah. Ja, heute, wenn jemand 3-4 Jahre in einer Arbeit schreibt, dann sagt man, oh ja, Professor, Doktor. Ja, und dieses Werk, subhanallah, da wurde 40 Jahre dran geschrieben von 30 Spezialisten. Ja, deswegen ist es ein wasserdichtes Werk. Ja, ein wasserdichtes Werk. Wir müssen also das lieben für unsere Mitmenschen. Wir müssen das lieben, was wir für uns lieben, für unsere Geschwister, wie auch für unsere Mitmenschen. Und diese Lektion
Man findet sie wie einen roten Faden, das Leben der Prophetengefährten durchziehen. Amr ibn al-As, der ehrenwerte Prophetengefährte, und Allah Ta'ala möge mit allen Prophetengefährten zufrieden sein, wie er mitteilte im Koran, und auch Statthalter Ägyptens, also der später auch politische Verantwortung trug, er begegnete einmal einem christlichen Einwohner, und im Rahmen dieser Begegnung sprach er ein Bittgebet für ihn. Atallallahu hayatak wa akthara malak wa waladak. Er sprach ein Bittgebet für ihn. Möge Allah Ta'ala dir ein langes Leben gewähren und dein Vermögen wie auch deine Kinder mehren. Ja, es geht um weltliche Dinge, und auch in diesen weltlichen Dingen, nicht nur, dass wir Rechtleitung für unsere Mitmenschen wünschen, sondern auch die weltlichen Dinge wollen wir ihnen nicht vorenthalten sehen. Und wir sprechen Bittgebete für sie, wie Bukhari in seinem Werk Al-Adab al-Mufrad unter anderem dokumentierte. Wir wünschen also der Menschheit wie auch unseren Glaubensgeschwistern Gutes, geehrte Geschwister. Ansonsten ist unser Iman nicht richtig vollständig, hat einen gewissen Mangel. Und es gibt verschiedene Sorten der Liebe. Der Prophet sprach, sallallahu alaihi wasallam, in einem Hadith, den Imam Muslim unter anderem verifizierte: La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Keiner von euch hat einen kompletten Iman, wenn er mich nicht mehr liebt, als er sein Kind liebt, oder als er seinen Vater, seine Eltern liebt, oder als er die Menschen insgesamt liebt. Menschen zu lieben, Familienmitglieder zu lieben, in den verschiedenen Arten und Stufen. Die Liebe zu einem Vater, zu einer Mutter ist anders, nämlich auch mit einer gewissen Ehrfurcht erfüllt, als die Liebe gegenüber den Kindern oder gegenüber anderen Menschen, abgesehen von den nahen Verwandten. Und für all diese Gruppen gibt es natürliche Sorten der Liebe. Aber der Prophet sprach, sallallahu alaihi wasallam, dass der Iman nicht vollständig ist, außer man liebt den Propheten mehr und inniger als die anderen jeweiligen Menschengruppen. Weil manchmal kann es auch zu Konfliktsituationen kommen. Manchmal einen Verwandten, den man liebt, der aber gegen eines der Gebote Allah Ta'alas geht oder der einen vor eine Wahl stellt, selbst auch mit reingezogen zu werden. Und dort ist es dann wichtig, dass man den Propheten eben mehr liebt, sallallahu alaihi wasallam, weil er uns auch näher steht als jeder andere Mensch, wie er auch sagte, sallallahu alaihi wasallam. Aber die religiöse Liebe hindert uns nicht daran, jemanden anderen auf natürliche Art und Weise, auf zwischenmenschliche Art und Weise zu lieben. Und sei er ein Nicht-Muslim. Wie Allah Ta'ala auch in Bezug auf den Propheten festhielt im Koran und auf seinen Onkel Abu Talib, der, wie wir alle wissen, nicht als Muslim starb, aber den Propheten unterstützte in seiner Angelegenheit im weltlichen Sinne. Und Allah Ta'ala sprach diese Situation an im Koran: Innaka la tahdi man ahbabte. Du vermagst nicht denjenigen zurechtleiten, den du liebst. Allah Ta'ala bestätigte die Liebe des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie im Tafsir von den Großgelehrten auch festgehalten wurde. Er bestätigte diese natürliche Liebe zu seinem Onkel, auch wenn sein Onkel nicht den richtigen Weg einschlug. Aber hier geht es, wie gesagt, darum, dass wenn wir in Konfliktsituationen stehen, dass unsere religiöse Liebe stets immer unsere natürliche Liebe überwiegt, sodass wir nicht mit hineingezogen werden in falsche Entscheidungen anderer und dass wir nicht mitsündigen, wenn andere uns dazu einladen. Was auch wichtig ist, liebe Geschwister, dass unsere religiöse Liebe nicht vom Scheitan entführt wird, sodass wir hochmütig werden. Oder so, dass wir uns als eine exklusive Gruppe betrachten, die nicht Gutes für andere Menschen wünscht. Ja? Wer kann die Bittgebete um Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zählen? Und wer möchte einen Tag ausmachen, an dem er nicht für die Menschen in der Nacht wie auch am Tage um Rechtleitung gebeten hat, wo das doch seine Aufgabe war, die Menschen zum Dienen einzuladen? Und nachts weinte er und tagsüber
lud er die Menschen dazu ein, ging auch auf den Markt, sprach die Menschen an. Das heißt, wenn wir Alhamdulillah Liebe zu Allah Ta'ala finden durften, sollen wir nicht in unserem Herzen eine Missgunst gegenüber anderen Menschen tragen, dass Allah Ta'ala nicht andere Menschen auch recht leiten möge. Und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam begegnete, ja, man kann in der Mehrzahl sprechen, jahrzehntelange Feindschaft. Ja, manche Menschen haben 20 Jahre lang den Islam befehdet und bekämpft, auch kriegerisch. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat nicht aufgehört, um ihre Rechtleitung zu bitten und hat auch nicht aufgehört, verwandtschaftliche Beziehungen zu pflegen. Abu Sufyan, der ihm verwandtschaftlich nahe stand, er brauchte 20 Jahre, liebe Geschwister. Und auch im Rahmen einer Kriegssituation ließ der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm ein Geschenk zukommen, um sein Herz zu erweichen. Ja, besondere Datteln aus Medina. Und Allah Ta'ala öffnete das Herz Abu Sufyans letztendlich, sodass er den Islam annehmen konnte. Das heißt, wenn wir Allah Ta'ala lieben, bedeutet das nicht, dass wir Rechtleitung für andere vorenthalten sehen wollen, sondern im Gegenteil, wir wollen, dass andere auch zu diesem selben Licht finden. Liebe Geschwister, ich habe einen Grund, mehrere Gründe, aber einen besonderen Anlass, warum ich heute über dieses Thema sprechen wollte und im weiteren Verlauf auch detailliert darlegen möchte. Nicht, dass ihr jetzt schon abschaltet und sagt, okay, heute geht es wieder um Liebe und ja, okay, das eine oder andere, das kannte ich schon. Ein Bruder hat mich kontaktiert und er war sehr glaubwürdig in all seinen Schilderungen, in dem, was er sagte und auch in dem, was er nicht sagte und in dem, was er nicht wollte. Er sagte, dass er als Junge in die Situation kam, dass seine Eltern nicht bemerkten, wie jemand aus dem Bekanntenkreis den Jungen in eine Freundschaft lockte, durch Süßigkeiten und Spiele, Computerspiele, um dann im weiteren Verlauf diesen Jungen sexuell zu missbrauchen. Und er bat mich darum, das zu thematisieren. Und ich trug diese Aufgabe mit mir für einige Wochen, Monate und wartete auf die richtigen Worte, dass Allah Ta'ala mir die richtigen Worte gibt, die richtige Vorbereitung darauf gibt, ohne davor wegzulaufen. Und er teilte mir unter anderem mit, dass es sehr schwer wird fallen, einem Kind mit seinen Eltern darüber zu reden oder dies zuzugeben. Selbst wenn die Eltern das Kind konfrontieren würden. Und das bewegte mich, liebe Geschwister. Diese Aussagen, sie ließen mich nicht los. Weil wenn wir über Liebe sprechen, wir meinen, wir wissen Bescheid. Wir meinen, wir kennen alle Lektionen. Wir meinen, wir würden es alle mehr oder weniger gut genug praktizieren und weitertragen. Aber ich möchte den heutigen Tag dazu nutzen, die Frage nochmal zu stellen, mehr nicht. Sind wir solche Menschen, die so viel Liebe anderen gegenüber ausstrahlen und damit verbunden, ihnen so viel Selbstvertrauen zu sprechen, damit verbunden, zeigen, dass die Beziehung so belastbar ist, dass egal was kommt, die Menschen sich einem gegenüber öffnen können und um Hilfe bitten können und erzählen können, was ihnen passiert ist, erzählen können, in welche schlimme Lage sie geraten sind, was vielleicht in der einen oder anderen Situation auch damit zusammenhängt, dass man vielleicht über eine Sünde sprechen muss, die einem passiert ist. Ja, was soll ein Bruder machen, dessen Freundin jetzt im 8. Monat schwanger ist? Und er hat einige offene Fragen. Ja, irgendwie muss er darüber sprechen, oder nicht? Ja. Was soll die Schwester in derselben Situation tun? Ja, natürlich muss man über gewisse Dinge reden. Und sind wir ein solcher Garant dafür, den Menschen zu zeigen, hey, egal was ist, meine Tür steht immer auf für dich. Ein Bruder, den ich 2001 bei der Hajj kennengelernt habe und 2004 wiedergesehen habe. Wir haben eine innige Begegnung gehabt. Er hat mir gesagt, und das habe ich, wie gesagt, 15 Jahre in mir, diese Worte. Egal, was dir passieren sollte und egal, ob der letzte Mensch in deinem Umkreis dir den Rücken gekehrt hat, du weißt, du kannst zu mir kommen. Du weißt, du wirst immer Zuflucht bei mir finden.
Und das gab mir etwas, dieses Gefühl. Geben wir anderen genau dieses Gefühl? Wie ist es mit unseren jüngeren Brüdern, mit unseren jüngeren Schwestern? Vermitteln wir ihnen diese Belastbarkeit der Beziehung? Vermitteln wir ihnen, dass wir sie in den Arm nehmen werden, dass wir ihnen Liebe schenken werden, dass wir ihnen zuhören werden, dass wir uns um ihre Probleme kümmern werden? Dass wir, ohne die Sünde gut zu heißen, uns darum kümmern werden, wie man rauskommt aus der ganzen Sache? Ja. Weil der Islam ist nicht eine Religion, die darauf bedacht ist, den Schuldigen zu finden und dann zu schauen, wie man ihn bestrafen kann und erniedrigen kann. Sondern der Islam ist eine Religion, die den Menschen aus der Sündhaftigkeit führen möchte. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er wurde darauf angesprochen, dass ein Mann betet und danach ein Dieb ist. Und der Prophet sagte dazu was? Sagte er, wollen wir eine Falle stellen und dann, ja, eine Lektion ihm erteilen? Er sagte, wenn es stimmt, was ihr sagt, in Bezug auf das Gebet, so wird es ihn davon abhalten. Dann sagt, okay, die Lösung, die läuft schon. Hättet ihr gesagt, er ist nachlässig in seinen Gebeten, dann hätten wir daran gearbeitet. Aber was sollen wir? Wir brauchen gar nichts Großartiges machen. Das ist ein Selbstläufer. Er hat den Weg schon gefunden, wartet ein wenig und er wird davon abkommen. Hier geht es ums Prinzip, liebe Geschwister. Ein Bruder hat mir eines Tages gesagt, dass er in der Zeit, als er noch Dummheiten gemacht hat, ist er mit einem geliehenen Wagen zu schnell sich und andere gefährdend mit einem Freund durch die Straßen gedüst. Und es passierte, was passieren musste, früher oder später. Ja? Sie haben einen Unfall gebaut und waren schuld. Und das Erste, was sein Freund gemacht hat, war, sein Telefon rauszuholen und seinen Vater anzurufen. Und mein muslimischer Freund sagte, die letzte Person, an die ich denken würde und gedacht habe in der Situation, war, mein Vater anzurufen. Und ich sehe, wie mein Freund seinen Vater anruft. Ja. Deswegen lasst uns gut zuhören, wenn es darum geht, ja, eine Eigenschaft Allah Ta'alas im menschenmöglichen Sinne in uns erziehen zu können und an andere weitergeben zu können. Denn wenn es vielleicht nicht für uns direkt wichtig erscheint, aber eines Tages kommen wir vielleicht in diese Lage, liebe Geschwister, wo wir selber benötigen werden. Was verspricht uns Allah Ta'ala, wenn wir Liebe verbreiten? Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wie Imam Muslim verifizierte, La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ihr werdet das Paradies nicht betreten, ehe ihr Iman habt. Aber ihr werdet keinen Iman haben, ehe ihr euch nicht gegenseitig liebt. Ehe ihr euch nicht gegenseitig liebt. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumu tahababtum. Und er sagte, er fragte die neugierigen Prophetengefährten, im positiven Sinne neugierigen Prophetengefährten, soll ich euch nicht zeigen, wie ihr einander lieben werdet? Und sie waren wissensdurstig, wie ein trockener Schwamm das Wasser aufsaugt. Und er sagte ihnen, afshus salama bainakum. Verbreitet den Frieden. Ja, im Allgemeinen, wie auch im Speziellen, auf den Friedensgruß bezogen, verbreitet den Frieden unter euch. Verbreitet As-Salam unter euch. Und nicht nur, dass man so in das Paradies kommt. So, das ist eine Voraussetzung, wie der Prophet hier in diesen Worten beschrieb. Sondern man kommt in ein Paradies mit einer besonderen Belohnung. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wie Imam At-Tirmidhi in einem Sahih-Hadith verifizierte, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass Allah Ta'ala sagte, قال الله عز وجل المتحابون في جلالتي لهم نابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. Dass Allah Ta'ala sprach, dass diejenigen, die sich um der Erhabenheit Allah Ta'alas willen lieben, sie bekommen Kanzeln, ja, so wie dies hier eine Kanzel ist, Bauten, aus Licht, um die sie die Propheten im Positiven beneiden werden und die Märtyrer. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Propheten und die Märtyrer etwas im Jenseits, im Paradies sehen, wo sie sagen, ach, subhanallah, das ist aber schön. Eigentlich können wir uns das nicht vorstellen, weil sie bekommen die höchsten Stufen des Paradieses. Aber diejenigen, die sich um Allahs Willen liebten in der Dunya, sie bekommen von Allah Ta'ala solche Geschenke, wo sogar die Propheten
in Staunen versetzt werden, wo sogar die Märtyrer in ein Staunen versetzt werden, aber in ein gönnendes. Ah, mashallah, schön, dass er das bekommen hat. Wofür hat er das bekommen? Weil sie zu denjenigen gehörten, die sich um Allah Ta'alas Willen liebten. Ja? Man bekommt das Paradies, man bekommt besondere Belohnungen im Paradies, wenn man zu diesen Menschen gehört, die sich gegenseitig um Allah Ta'alas Willen lieben. Weiter, liebe Geschwister, wie Imam Muslim verifizierte, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Inna Allah yaqulu yawm al-qiyamati ayna al-mutahabuna bi jalalati al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Am Tage des Stehens wird Allah Ta'ala sprechen: Wo sind diejenigen, die sich um meinetwillen, um meine Erhabenheit willen liebten? Heute werde ich ihnen einen Schatten schenken. An dem Tag, an dem es keinen Schatten gibt, außer dem von mir gespendeten Schatten. Das ist nochmal eine Nuance, liebe Geschwister. Weil nicht, dass man denkt, okay, man ist im Paradies und Khalas. Weil es gibt Vorstufen. Was passiert am Tage des Gerichts? Allein den Tag des Gerichts mitzubekommen, kann eine Form der Strafe sein. Wenn die Sonne nahe gerückt wird und die Menschen in ihren Sünden stehen, gemäß dem, was sie an Sünden vorbrachten, so wie jemand im Wasser steht. Ja, und manche Menschen werden untergehen in den Sünden, die sie begangen haben. Aber an dem Tag wird es einen Schatten geben, der Schatten, den Allah Ta'ala spendet. Und für diejenigen, die sich um Allah Ta'alas Willen liebten. Grenzen wir manchmal Menschen aus, weil sie vielleicht nicht so cool sind, weil sie nicht Markenkleidung anhaben oder weil sie gewisse Dunya-Talente nicht mitbringen? Oder machen wir uns gar über sie noch lustig und mobben wir sie? Ja. Welches Vorbild sind wir dann? Und umgekehrt, wenn wir Menschen behüten, wenn wir ihnen Zugang geben, wenn wir ihnen Respekt erweisen, wenn wir ihnen einen Platz in der Gruppe geben, das bedeutet, liebe Geschwister, Liebe zu schenken, Zuspruch, Selbstbewusstsein. Das heißt, man bekommt Schutz am Tag des Gerichts vor Angelegenheiten. Selbst wenn man Vergebung bekommt am Ende, man ist erleichtert. Ja, wer von uns liebt es, geprüft zu werden? Wer von uns liebt es, in der Situation zu sein, allein seinen Fahrschein vorzuzeigen? Oder dass auch mal irgendwelche Nachprüfungen stattfinden? Auch wenn am Ende alles in Ordnung ist. Es ist unangenehm, um das Kleinste zu sagen. Wie erst am Tage des Gerichts. Es ist ein Horror. Aber man bekommt einen Schatten, wie Allah Ta'ala hier versprach. Weiter sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass Allah Ta'ala sprach, wie Imam Ahmad verifizierte: قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. Allah Ta'ala spricht: Verpflichtend ist meine Liebe für diejenigen, die sich gegenseitig für mich lieben, die sich gegenseitig oder die miteinander sitzen. Ja, nicht nur so zwischen Tür und Angel, assalamu alaikum salam und zack, 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 sondern die setzen sich hin füreinander, um Allah Ta'alas Willen. Und sie besuchen sich gegenseitig, um Allah Ta'alas Willen. Und sie strengen sich gegenseitig füreinander an. Und dies kann auch im Finanziellen, ja, Al-Badl, ja, ist sowohl, dass man sich gegenseitig finanziell unterstützt, als auch im Allgemeinen unterstützt. Das heißt, Allah Ta'ala ließ seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam an dieser Stelle einen sehr allgemeinen Begriff verwenden. Ja, man setzt sich für seinen Bruder ein, finanziell und immateriell. Für diese ist es Pflicht, dass Allah Ta'ala sie liebt. Subhanallah. Ja, welche Sprache Allah Ta'ala auch verwendet, um uns zu motivieren. Ja? Das heißt, Schutz am Tage des Gerichts plus die Liebe Allah Ta'alas, die wir bekommen. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Noch etwas, liebe Geschwister, was Allah Ta'ala uns in dieser Dunya gibt und was das größte Geschenk überhaupt ist. Es gibt nichts Besseres als das, liebe Geschwister. Kann durch nichts gesteigert werden, wenn wir, wie gesagt, um Allah Ta'alas Willen lieben. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, in einem Hadith, den sowohl Bukhari als auch Muslim verifizierten, لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله. Keiner von euch wird die Süße des Imans vorfinden, schmecken, wenn er nicht um Allahs Willen liebt. Ja, eine andere Person um Allahs Willen liebt. Nicht, weil einen irgendetwas verbindet in der Dunya, sondern man tut es um Allahs Willen, um der Religion willen. Und wenn man das vermag, liebe Geschwister, der Iman bekommt eine Süße, einen Geschmack. Manchmal fühlen wir uns als Muslime, wir sagen, Alhamdulillah, wir zweifeln nicht. Aber irgendwie, wir haben wortwörtlich keinen Geschmack. Wir kennen es vielleicht, wir waren beim Zahnarzt und wurden betäubt, wir kommen nach Hause und unser Lieblingsessen wurde gekocht. Wir haben keinen Geschmack, subhanallah. Keine Wertschätzung auch. Ja, als ob wir Pappe in unseren Mündern hätten. Aber wie schön ist es erst, wenn man diesen Geschmack hat, liebe Geschwister. Und Iman hat einen Geschmack. Iman bekommt einen Geschmack, wenn man sich Allah Ta'ala noch weiter nähert. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, in einem Hadith, den Imam Ibn Abdul Barr als Hassan einstufte, ma min muslimayn yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatfarraqa. Keine zwei Muslime, die einander begegnen und sich die Hand geben, ohne dass ihnen vergeben wird, bevor sie auseinandergehen. Dass wir Sehnsucht haben auf nach solchen Begegnungen, nach solchen innigen Begegnungen, dass wir uns Zeit dafür nehmen, ach subhanallah, schau, wir schütteln einander jetzt die Hand. Und bevor wir auseinandergehen werden, gemäß den Worten vom Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, werden wir zumindest die kleinen Sünden vergeben bekommen haben, wenn wir dies um Allah Ta'alas Willen tun. Ja? Subhanallah. Und darüber müssen wir reden. Ja. Wir müssen das zu einer Kultur machen. Ja. Ich weiß, da draußen, wenn ein Bruder zu einem anderen sagen würde, öffentlich, ich liebe dich, er würde sich schämen. Er würde Blicke auf sich ziehen. Oder wenn wir eingehakt laufen würden. Ja. Aber es soll uns nicht interessieren, liebe Geschwister. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wenn einer von euch einen anderen um Allah Ta'alas Willen liebt, so soll er es ihn wissen lassen. So soll er es ihm sagen. Manchmal fühlt sich der Mensch alleingelassen, im Stich gelassen. Manchmal ist der Scheitan, wirkt der Scheitan in ihm. Und er braucht diesen Zuspruch. Ja, ein Lächeln kann vielleicht einen Tag ändern. Oder ein kleines Geschenk, eine Geste, ein Salam, auf einmal eine Sorge entfernen oder eine Angst nehmen. Und das brauchen wir in unserer Umma, die auch gerade einer großen Herausforderungen und großen Herausforderungen verschiedener Art ausgesetzt ist. Wir brauchen dieses Band der Geschwisterlichkeit. Und viele Menschen da draußen, ja, sie brauchen diese Wärme, sie brauchen, dass mal jemand 2 Minuten Zeit für sie hat oder sie vielleicht zum Kaffee mal einlädt, ja, und sei es to go. Deswegen, wenn uns jemand nach etwas fragt, wir geben natürlich kein Geld, wenn wir wissen, dass dieses Geld nur zum Schaden der Menschen verwendet werden wird, aufgrund ihrer Schwächen. Aber jeder kann einen Croissant ausgeben. Oder ja, ein Coffee to go, einfach zwischenmenschlich hier. Ja, es tut gut. Der Mensch, Liebe geht durch den Magen, liebe Geschwister. Ja, Mujib, ja, Wadud, ja, Ghafir, ja, Ghafur, ja, Nasir, ja, Nasir, ja, Sittir, oh, der bedeckt. Oh Allah, bitte unterstütze die Ulama und die Mujahideen und die Muslihin und die Salihin und diejenigen, die Tauba begehen. O Allah, und lass uns zu diesen gehören. O Allah, bitte vergib uns unsere Sünden. Bitte schweiße uns zusammen in den Körper der Umma. Lasse uns einen Herzschlag haben und eine Hand, die zupackt und einen Körper, der
der alle vereint. O Allah, bitte gib uns Licht auf diesem Weg und Kraft und lasse uns eingebettet sein in diese Umma und lasse uns geben für diese Umma, lasse uns opfern für diese Umma und lasse uns einen Platz haben, einen aktiven Platz in dieser Umma und lasse uns Liebe geben, O Allah, Vertrauen spenden und entgegenbekommen, O Allah. O Allah, bitte uns alles, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir erbeten hat. Und schenke uns Zuflucht vor all dem, wo auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Zuflucht gebeten hat. O Allah, bitte lass uns unsere Gebete lieben und Sehnsucht nach diesen haben. O Allah, bitte lass uns in diesen geehrten Tagen des Dhul-Hijjah so viel Gutes tun, weil der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, dass es keine besseren Tage gibt als diese Tage. Lass uns viel fasten, viel Liebe verbreiten, viel Gutes tun, viel Unterstützung zukommen lassen, viele extra Gebete beten, alle unsere Gebete sowieso immer einhalten und gute Gewohnheiten aus diesen nächsten Tagen mitnehmen und schlechte Gewohnheiten von schlechten Gewohnheiten ablassen und unsere schlechten Taten verringern, O Allah, wenn wir sie nicht ganz und gar abschalten können. Und lass uns für alles Tauber begehen, alles bereuen, was wir an Schlechtem getan haben und lass uns einen Abstand, einen Ekel auch dem gegenüber entwickeln. O Allah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.